Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Kanalisation von Gotham. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass der nichts dazu sagt, dass hier so viel Sprengstoff rumliegt. Verstehe ich nicht. Hier liegt an jeder Ecke, hier alles voll. Die könnten hier die ganze Polizeirevier oder irgendwie so. Bam. Aua, ach, habe ich ja nicht gesehen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Damit irgendwas machen? Pass mal auf. Die Stimme von dem Alter. Melde dich! Den Gegner noch unbewaffnet. Das ist ja aber zu. Machen wir jetzt hier drinnen? Ich will es nicht ausprobieren, aber passiert da was? Ah, guck mal hier. Pumpen. Zugang. Ach, verdammt. Wir. Kriegen wir den von hier aus mit einem ordentlichen Tritt? Halt. Natürlich kriegen wir den ausgeschalten. Sehr gut. Gib mir noch eine. Wie viel
Höhle müssen wir noch scharf machen. So viele wie Black Mask befiehlt, scharf zu machen. Was ist mit dem Boss los? Das sieht ihm nicht ähnlich. Bullen klitschen, hochjagen. Ein Haufen von denen werden von uns bezahlt. Wenn du mich fragst, dreht er langsam durch. Ist bestimmt der Stress. Er tut mir fast leid. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste. Dann werden wir gleich rausfinden. Endlich, wisse, wir sind jetzt hier Stunden, sag ich mal, durch die Kanalisation gehottet und jetzt fällt die Muff, dass die da Sprengstoff anbringen. Ach, der ist da im Weg. Oh, sind ja schon alle nieder. So, ja, wie sie schon sagten, Black Mask verhält sich komisch. Weil nicht Black Mask ist. So sieht's nämlich mal aus. Prostet der Joker. Oh. Komm schon. Mach euch! Wusste mich so viel, du willst! Alles aus ihm raus! Wie kann der sich so... Was für mich? Ich spreche dich in der Mitte durch. Es gibt keinen Entkommen. Wie traurig. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Oh, er ist nur ein kleiner Wicht. Hast du schon genug? Ja, ich sehe nichts. Hab ich dich! Die Telefonkabel laufen direkt durch die Kammer, in der sie sich befinden. Der sollte vielleicht mal einen Chiropraktiker aufsuchen. Maximal noch einen Physiotherapeuten. Was wollte ich jetzt machen? Achso. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lacey Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem.
Garrett. Ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig, für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Ich kenne nur ihn. Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Alter, ich mache mir gleich eine Hosen hier. Verdammte Axt. Geil. Sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel, aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Boah, Alter. Ihr könnt dann noch Merry Christmas Honey Bunnies gucken. Dieser ganze Sprengstoff, sind wir doch mal ehrlich, das passt doch alles zum Joker. Der ist doch verrückt. Ich liebe ihn. Hier geht es nicht weiter. Nichts machen. Wir müssen hier raus. Der läuft, als wenn er Steppschuhe hat. Klingt voll komisch. So. Du bist wirklich herzlichst. 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 Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe! Bitte! Wenn mich jemand hört, er will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Der verrückte Hutmacher. Wir haben eine neue... Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetch,
Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherr. Das hatten wir doch schon. Haben wir den hier mit bei? Wir haben jetzt hier noch Barbara. Falcon wollten wir noch nicht lesen. Den haben wir noch nicht mit bei. Okay. Ah, Barbara ist hier die Pinguin-Sachen. Okay. Nehmen wir dann den Angriff. Ich würde sagen, ja. Jetzt haben wir ja hier so ein bisschen was neu. Der Mad Hatter hat alles entführt. Finde ihn, bevor er etwas antut. Ich würde sagen, machen wir das erstmal. Wir müssten eigentlich alles so ein bisschen durcheinander machen. Achtung, verfügbare Einheiten, uns wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Warte noch auf den festen Tatort. Ach so, wir müssen hier raus. So. Verrückt. Was? Hutladen. Das ist ja krass. Jetzt kommen dann noch andere Sachen hinzu. Geil. Ich werde mich mal nach oben begeben. Und dann werden wir erstmal Ausschau halten. Guck mal, hier ist so ja. Was ist denn das hier? Da könnten wir ja mal hin. Nee, ich will jetzt hier. Kann ich hier irgendwie. Wir stürzen uns mal in die Geschehen hier. Kommt zu fassen, die Fledermaus ist hier. Schaut euch das an. Allen wirst du nicht fertig. Oh doch. Vor allem beim ersten Mal. Sagt ihr, mit wem was zu tun hat? Wie schmeckt dir meine Faust? Mann, da kommt aber wieder irgendeiner dazwischen. Bruder ist unkonzentriert. Mal sehen, wie du aus der Lage entkommen willst. Letzte jetzt hier, jawohl. Aber mal hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Nee, der scheiß Eingang schon wieder.
Entscheidung getroffen. Nein, ich will. Die Ansicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Will ich doch gar nicht, Mensch. Halt. Da müssen wir hin. Das sieht doch schon mal besser aus. Ungefähr. Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Da hast du aber gezeigt, wer hier der Boss ist. Der ist ein Idiot. So. Dann mal hier noch. Wie langweilig. Streck dich doch nächstes Mal etwas an. So, gut. Tag ein, Tür aus. Sie können dir einfach nicht widerstehen. Aufgehalten. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Gut, das hätten wir geschafft. Sehr schön. Das nächste ist, wir machen erstmal Schluss. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder, wenn ihr mögt. Und ja, schön die Ohren steif halten und tschüss.